Leute, komm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann, ja, wie gesagt, hoffen wir, dass wir dann da endlich oben ein bisschen weitermachen können. Bis dahin und tschüss. Jo, liebe Leute, wir sind erneut im Gamer-Paradies. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und hinten sitzen noch Jesse und Jenny schon. Komm schon, du hast ein bisschen fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jesse, wollen wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin, warum haben wir dem Boss vorhin ein astreines Fragmasse mitgebracht? Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Also, doch. Okay, dann können wir das tatsächlich heute weiter mal uns in Angriff nehmen. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Aha, in der letzten Folge wolltest du schon uns nicht durchlassen. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Okay, dann war das das Event, was ich eigentlich so ein bisschen... was ich... aktivieren musste. Na gut. Okay. So, dann haben wir als Gegner ein Radikal. Level 29. Und dann gehen wir mal in die Erde. Ich habe hier momentan nicht viel, was ich gegen es einsetzen kann. Kostet eine Superzahn. Auf! Superzahn in der Höhe. Halbiert die KP und das tut jetzt gerade. Also immer die Hälfte jetzt. Ne? Und dann, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt nochmal setzen, haben wir nur noch, glaube ich, 27. Oder 26. So, und dann ist es Geschichte dieses Radikal. Zwei Schaufler und dann war es das schon. Ah, das gibt doch nur wieder Ärger. Wenn das so weitergeht, fliegt doch uns auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss direkt mit dem Boss reden. Hä? Wo? Hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du schließt dich, ihn zu betätigen. Klick. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Hä? Ich? Lautes Geräusch? Oh, was ist denn? Wo geht's denn hier weiter? Also ich weiß, das Original damals... Ach, da hinten? Okay. Vorher war das ja mal hier vorne, direkt neben dem Poster. Oder in dem Poster mit. Gut, dann gehen wir das jetzt mal machen. Und dann gucken wir uns heute mal hier ein bisschen im... Jodnum. Ich werde jeder versuchen, jede einzelne Etage zu machen. Du hast Mumm, dich einfach so mit dem Rocket einzuschleichen. Und wie gesagt, wenn wir jede einzelne Etage noch ein bisschen angucken. Für den Fall, dass wir irgendwas Wichtiges finden. Aber heute, wie gesagt, komplett alles machen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Weil der hat Golbert. Golbert, doch, Golbert habe ich schon gefangen. Im, die Zone. So, Pulsieraura. Ah, okay, Evoli ist auch nicht stark genug, um Golbert zu one-hitten. Achso, das sind meine Pokémon. Ach, durch die Pulsieraura. Ah, jetzt verstehe ich das gerade. Durch die Pulsieraura kriegen wir hier Lichtschild und so hingesetzt. Okay, das ist wie Lichtschild. Ah, verstehe. Okay, gut. Das ist bei mir auf der Seite, das ist nicht beim Gegner. Ich frage mich gerade, warum kriegt der Gegner ein Lichtschild? Der hat doch gar keinen eingesetzt. Okay. So, erstmal finden wir hier unten 5 Hyperbälle. Was haben wir hier? Psst, nicht so laut. Ist ja auch niemand gefolgt. Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf einer Cover-Mission, musst du wissen. Was macht dein Kind wie du an so einem gefährlichen Ort? Hey, du hast Wumm, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Du hast ein Rocket-Set von der schönen Spionin. Das trägt, siehst du gleich wie ein echtes Mitglied von dem Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Warte mal, ich kann das ja mal machen. Klamottenkoffer hier. Outfit für mich wählen. Kopfbedeckung. Rocketkappe. Oberteil. Rocket-Oberteil. Hosen. Rocket-Shorts. Schuhe, Rocket-Schuhe. Taschen,
auch die Rocket-Tasche einsetzen? Oder kriegt ihr wohl die auch noch eins? Die Uli kriegt auch noch eine Rocket-Kappe. Ja, geil. Kleidung. Du kriegst ein Rocket-Shirt. Yeah. Okay. Habe ich keine Brille? Gut. Dann sind wir jetzt in Partnermission unterwegs. Wer bist du? Bist du hier reingekommen? Ich kann trotzdem nicht zu Rockets geben. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt hier ein bisschen unauffällig durchkommen, aber wahrscheinlich nicht. Na gut, wir nehmen hier die Dings mit, weil wir brauchen die Erfahrungspunkte, definitiv. Gut, er hat drei Pokémon und fängt an mit einem Smogger. Und Smogger kriegt von mir eine Pulsier-Aura definitiv drauf. Psycho-Attacken gegen ein Gift-Pokémon sind äußerst effektiv und das tut's auch. Ist ja auf meiner Seite, ne? Lichtschild, ja. Kratfratz, okay. Boah, ich setz mal Raichu ein. So, dieses Kratfratz kriegt einen Donnerschlag ab. So, okay. Also wie gesagt, sind zwei, vier noch zwei Pokémon-Mitglieder. Mal gucken, was ich nehme. Ich bin tatsächlich sogar ein bisschen überlegen, was ich noch nehmen soll. Muss ich gucken. Aber ich glaube, ich weiß schon so ungefähr was. So, nächstes noch ein Rad. Du kriegst nur noch ein Radfahrt, okay. Dann kriegst du halt noch einen. So, dann haben wir das. Da unten liegt noch ein Item. Okay, gar nicht mal so. Vielleicht war wahrscheinlich noch nicht mal ganz so unwichtiges Item. Einmal drei Stärke-Bonbons. Sehr gut. Die kann man. Haben wir gebrauchen. Okay, hier kommen wir noch gar nicht weiter. Kommen wir da so dran und hin? Hier unten nicht, ne? Hier ist eine Sackgasse, ja. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Ich habe gehört, mit einem Teleskop kann man alles zuschauen, sogar Gespenster. Ja, und dieses Gerät braucht man immer mit, weil überhaupt erst in dem Turm weiterkommt. Es wundert mich, dass es tatsächlich schon in den Turm geht. Aber scheinbar müssen wir da rein. Oh, er hat einen Hypno. Gut, Evoli. Dann setz da mal deine Quälzone ein. Okay, Hypno, der steckt ein bisschen was weg. Ah, Quillzone ist wie Reflektor. Ah, und die Pulsier-Aura ist dann wie Lichtschild. Ach, das ist ein cooler Nebeneffekt. Das finde ich ganz cool eigentlich so gemacht. Ja, wenn ich den Typ nicht angefetcht hätte, dann wäre es so, hätte ich die nicht gefunden, die Attacke. Und ich finde die sogar ganz gut. Ja, du kannst gar nichts machen, ne? Geil. Ich finde die Attacken cool. Ich finde die Attacken nice. Und Noobsauger sorgt ein bisschen KP ab, damit wir dann noch ein bisschen was dazu kriegen. Ja, muss ich sagen, damit haben wir schon mal ein paar gute Attacken. Gut, das waren 2 KP oder so, die wir noch gekriegt haben. So. Ja, ich finde es gerade irgendwie ziemlich nice. Ich feiere die Attacken gerade extrem. Gut, wir gucken uns mal hier so ein bisschen um, weil da sind zum Beispiel noch ein paar Items. Da oben liegt ein Pokéball. Ich weiß eigentlich nicht, was es ist. Aber mal gucken. Wir schauen es jetzt mal einfach an. Kommen wir unten ohne Probleme ran. Jawohl. Erstmal haben wir hier oben einen Aufwecker. So. Und dann haben wir hier oben noch was weiteres. Ein Nugget. Nice. Wow. Gut, was mit. Dann haben wir hier. Genau, dann nehmen wir das mit da noch. Das könnte alles immer noch was Wichtiges sein, ne? Erstmal haben wir hier eine TM5. Und zwar Erholung. Gut, das ist jetzt nichts dramatisch Wichtiges, aber es ist zumindest ein weiteres Item. Jetzt könnte man aber noch irgendwie was
übersehen haben. Da oben ist noch irgendwas. Das heißt, ich gehe da mal hoch, dann hole ich mir das Item da oben. Ich weiß nicht, wie ich hinkriege. Ja, kriege ich, okay. Oh, eine Fläschchen AP Plus, oh, kann man immer mal nehmen, ne? So, jetzt muss ich gerade gucken, wie ich wieder zurückkomme. Okay. So, einmal da, da, da. Oh, da geht das hier. So. Okay, dann geht's hier oben rum. Und dann geht's hier unten weiter, ne? Ja, gut, sehr gut. Hier kommen wir noch nicht weiter, das heißt, wir müssen hier rein, auf jeden Fall noch hin. Es sind einige Rüpel, auf jeden Fall, die hier rumstehen. Halt, was willst du denn hier? Ein Rüpel von dem Rocket fordert heraus. Der hat einen Voltoball. Okay. Ich habe immer die Kamera noch scharf, ne? Das heißt, das Voltoball sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Ich verliebe wohl irgendwie cool mit der Sonnenbrille. Ja, siehst du, das kannst du scharf, sehr geil. Ich feiere das Moveset gerade von Divoli. Definitiv. Ich glaube, da wird jetzt gerade nichts weiter Neues dazukommen. Voll die Nebeneffekte mit Lichtschild und so, das macht es auf jeden Fall viel einfacher. Fast Level 32. Echt gut. So, dann haben wir hier noch einen Trainer. Eindringling gesichtet! So, weitere Rüpel von Team Rocket. Mit einem Retter. Okay, mit Retter, das dürfte kein Problem sein. Das kriegt jeden wahrscheinlich jetzt gleich den Zielattacker noch drauf. Und dann geht dieses Retter auch schon mal baden. So, dann hast du aber das zwei Pokémon, okay? Dann kriegst du jetzt von mir die Pulsier-Aura mit drauf. Sehr nice. Ich habe ja noch so ein, zwei Attacken. So eine Elektro-Attacke noch oder so. Die brauche ich auch nicht, weil wir Reitschuhe dabei haben. So, Lichtschild ist aufgebaut. Das heißt, die Spezialattacken sind abgeschwächt vom Gegner. Und dann haben wir Level 32 erreicht. Und du hast sogar noch einen Arbok. Ich habe gerade gar keine Angst mehr, dass Evoli es irgendwie nicht packen könnte. Du kriegst nochmal eine Attacke drauf, mein Freund. Ja, fast komplett sogar. So, Bissattacke. Oh, dann kriegst du nochmal eine Quälzone hinterher. Ich quäl dich mal, kleines Arbok. Tschüss. Oh, das zieht mal kurz in ein wichtiges Arbok weg. Reflektor, ja. So, und tschüss. Das war schon mal... der Trainer. 5 Superbälle. Noch die mal weiter finden. Okay. Ist hier oben noch in dem Mülleimer was? Nö. Ich gucke mir mal auch ein bisschen in den Mülleimer mal, weil theoretisch kann da auch noch das eine oder andere Ding drin sein. Gut, okay. Dann haben wir hier auch schon Feierabend. So, okay. Das heißt, wir sind hier oben schon mal durch und können uns dann auf jeden Fall noch mal eine Etage tiefer begeben. Ja, hier befindet sich auch noch was. Sieh an, unser kleiner Eindringling. Also Leute haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschauen würdest. Du hast einen Goldbart. Okay. Dann kriegst du jetzt eine Pulsier-Aura. Und ein Lichtschild ist immer aufgebaut. Da kriegst du aber eine Quälzone hinterher. Ich muss mir jetzt mal genauer durchlesen, wie das jetzt gerade ist. Um das mal weg, um das auf der Stelle wegzurücken. Goldbart ist besiegt. Gefällt euch der Pokémon von einer Seite gegen physische Attacke? Meiner Seite, ja, okay. Dann habe ich das noch richtig verstanden. Weil ich weiß gedacht, hä, wie gibt es denn die Lichtschild vom Gegner, hä?
Aber hier finden wir eine weitere TM von uns, und zwar die TM20 Fensteraura. Die ist ganz cool. So, mal gucken, wann wir unser Psycho-Pokémon haben. So, ich finde einen Beleber, den ich noch gut gebrauchen kann. Ich meine, wir haben ja nicht genug, mehr oder weniger. Und jetzt haben wir nochmal so ein Bodenplattenrätsel. Sieht ein bisschen anders aus als das, was wir vorher hatten. Aber auch hier gibt es wieder Items zu finden. Und zwar eine Kapsel X-Tempo. Okay, da ist da oben noch irgendwas. Na, warte mal, ich muss muss jetzt hier gerade noch kurz gucken, weil da ist nämlich noch ein Item und das möchte ich gerne noch mitnehmen. Der Weg war mir zu kurz. So, dann haben wir hier noch ein Item und zwar, oh, Sonderbonbon, das ist gut. Das heißt, Raichu könnte auf Level 30 hochspringen. Ah, Bonbonglas, glaube ich, oder? Ja. Weil, dann haben wir nämlich Level 30 unser Team komplett. Nidoking ist stärker geworden, hat jetzt 930 WP. So. Ja, momentan sind wir voll auf dem Soll. Wir sind jetzt gerade irgendwo bei 9 Minuten, wenn ich es richtig mitzähle. Ich habe 48 angefangen, 57. Ja, es könnte hinkommen. Ja, dann haben wir das schon. Ja, dann kriegen wir das Team Rocket Versteck heute komplett fertig. Halt. Es wäre besser für dich, wenn du dich in Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Och, mein Gott. Ich hab keine Angst vor euch, Lappen. Ich laufe zwar im gleichen Outfit rum, aber ich kriege euch trotzdem dort. So, auf jeden Fall hast du zwei Pokémon von uns. Zwei Pokémon. Das erste von dir ist ein Ratzratz. Und ich hole mir mal ein paar. Du kommst mit Tiefschlag. Aua, hör mal auf. Hier. So. Und damit holen wir uns mal kurz ein paar KP. Ah, noch nicht reicht es. Ah, ist doch nicht probiert. Die Lebensenergie herzustellen. So, das nächste Pokémon von ihr ist ein Voltoball. Von ihm ist ein Voltoball. Und Voltoball ist nicht das größte Problem, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben Schaufler. Ich glaube, ich bleibe einfach bei dem Moveset, weil damit komme ich gerade am besten klar. Und damit habe ich viele Attacken abgedeckt und viele gegnerische Pokémon und alles drum und dran. Ja, da mache ich mir gerade keine Gedanken drüber. Wir werden jetzt eh nur noch zwei Pokémon uns dazu holen. Ah, kriegen wir schon irgendwie. So, jedenfalls ist der Rüpel down. So, ich glaube, hier können wir nämlich runter. Ich glaube, hier finden wir schön was Wichtiges. Ja. Ja, ja. Erstmal einen Hypertrank, jedenfalls. Dann nochmal ein Fläschchen AP Plus. Irgendwo kommen wir nicht rein, okay. Da kommen wir später noch rein, okay. Du kannst den Aufzug nicht benutzen. So ein Pech aber auch. Tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen. Den Aufzugsschlüssel habe ich. Ja, und ich bin unbesiegbar. Ach, keiner ist unbesiegbar. Ich meine, selbst ich nicht. Ich habe so ein. Wenn ich ehrlich bin, der Eistrainer, der damals auf der einen Route stand, um das Wartehäuschen in der Richtung Saffronia City, der hat mir ganz schön zugesetzt, weil sich so ein Dicktrieb mit seiner komischen Erdbeben. Gut, jedenfalls kriege ich dieses Slime erstmal eine gute Ohrladung Pulsier-Aura mit ab. Und ja, das war mehr oder weniger gar nichts, was der da rausgehauen hat. So, mal kurz meinen Mate-Tee zu machen. Ich habe eine Flasche Mate-Tee mir rausgestellt. Gut, okay, der ist besiegt. Ah, ein schöner Aufzugsschlüssel. Aufzugsschlüssel. Ich darf ihn nicht verlieren. Ja, du denkst, du hast gewonnen? Falsch gedacht, jetzt kommt mein Plan B. Oh, Tipp. Ohne diese Schätze kommst du übrigens nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn doch, wenn du kannst. Ja, und es, ich habe auch damals, wo ich das erste Mal gesehen habe, dachte mir, ey, wie kommst du hier weiter? Es gibt gerade eine gute Möglichkeit. Aber ich muss gerade gucken, wo es war. Suche die Umgebung ab.
Vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, auf das du steigen kannst. Ja, gibt es. Auf diesen Stuhl könntest du dich stellen. Übrigens, mach das nicht. Nicht auf den Drehstuhl. So. Und ab. Und jetzt haben wir Evoli da oben. Dann kannst du damit hinführen, dass das Pater den Schlüssel in der Rüpel weggeworfen hat. Und jetzt können wir Evoli steuern. So, jetzt kommen wir da raus. Ah, ich bin so cool gemacht einfach. Ah, okay. Es geht automatisch rüber. Ach, wir können da oben schon mal ins Zimmer reingucken. Cool. Da steht, wer steht denn da? Sag mal. Hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier einfach jemand reingeschissen? Ah, falscher Alarm. Das war doch nur Mausis Magen. Ja, gut, sieh wieder so ein Schrecken ein. So, gut. Evelyn, kannst du dir zurück mit dem Aufzugsschlüssel und wir können jetzt endlich in den Aufzug und uns Jesse und James messen. So, dann kommen wir ein bisschen weiter an dem Ding hier. Ich glaube, hier unten war der Aufzug. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Nee, war der nicht. Okay. Dann war der auf eine Etage höher. Oh, wo war denn der? War der hier unten? Ach, scheiße. Na egal, ich komme schon hoch irgendwie. So, da müssen wir hoch. Nee, ich bin zu feig gewesen gerade. Da. So, hier runter. Dann die obere Drehplatte. Und dann haben wir hier den Aufzug. Okay, das war schon so richtig so. Und jetzt kommen wir hier rein. Für das Obergeschoss. Ist das überhaupt richtig hier? Ich gucke mich gerade noch mal schnell um. Ein Elixier, jedenfalls. Warte, ich gucke mich noch gerade kurz in dem ersten Obergeschoss um, weil, wenn ich ehrlich bin, die nutze ich gerade mal aus der Situation. Weil ich, dass da irgendwo noch ein Rüppel steht, den wir noch nicht hatten. Und der steht hier. Sieh mal einer an. Hat sich das kleine Kind etwa verlaufen? Nein, ich bin ziemlich bewusst hier. Zubat. Na gut, okay. Zubat ist wahrscheinlich, ich bin nicht so die große. Der große Gegner. Putzia Aura. Du hast zwei Pokémon, danach wahrscheinlich noch ein Gräuber oder so. Nebulak. Oh, Nebulak. Weil was Neues. Das kennen wir noch gar nicht. Nebulak kennen wir noch nicht. Noch nicht. Quillzone. Ja, und tschüss. Und tschüss, kleines Nebulak. So, damit ist der auch schon Geschichte. Hoppla, während des Kampfes sich irgendwie die Tür geöffnet haben. Ja, das ist nicht mein Problem. So, dann haben wir es auch. Und dann gehen wir ins vierte Obergeschoss. Und dann fehlt es nur noch einen Teil, was wir hier machen müssen. Nämlich, wenn es mit den drei hier wissen. Du bist doch der Knips vom Mürnberg. Was hast du hier denn verloren? Kann ich das auswählen? Moment, du willst bei uns mitmachen? Das ließ sich vielleicht arrangieren. Wenn ich dämlich genug wäre, dir diesen kindischen Teufelsversuch abzukaufen,
Wenn du glaubst, du lässt dich zum Boss durch, hast du dich gewaltig geschnitten. Wir haben die Sache mit dem fossilen Ammonberg nicht vergessen. Und dafür werden wir uns erstmal revanchieren. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fordern dich heraus. Stimmt, ich hab das Fossil noch, ne? Auf jeden Fall ein Doppelkampf. Nidoking gegen Smogmog und Evoli gegen Arbok und Smogmog. Gut, dann kriegen wir eine Pulsier-Aura und die hauen wir auf das Smogmog. Und dann das Nidoking auf Arbok. So. Lichtschild. Auf jeden Fall schon mal stärker. Tschüss. Haha, du kannst gar nichts machen, Freundchen. So, dann kriegst du eine Pulsier auch auf das Smogmog. Und ich hoffe, das Arbok ist dann down. Jo, Smogmog ist Geschichte. Tschüss, James. Dein Pokémon ist mal down. Ja. Oh, fast sogar komplett. Fast sogar komplett. Gut, okay. Dann machen wir es mal so. Aber es passiert jetzt nichts. Ich werde jetzt tatsächlich nur kurz den Paraheiler einsetzen. Weil das Arbok ist eh Geschichte. Ich denke, Evoli wird ein bisschen mit schneller sein als es. Ja. Und holt sich sogar noch ein paar KP zurück. Und zumindest mal einen. Und tschüss. Und Evoli erreicht Level 33. Und die Nidoking übrigens auch. Und Voluna erreicht Level 31. Gut, dann haben wir das auch. Pah, weck dir bloß nichts ein, nur weil deine Pokémon ein klitzekleines bisschen stärker sind. Genau, schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Diese Rotzer, die sich von unseren Pokémon aufhalten lässt, müssen wir uns eben selbst umkümmern. Ich muss weg. Ich bin jetzt wieder ein Schuss in den Ofen, natürlich. Jo. Gut. Dieses Hilfsgrupp hat alle meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt voll Überzeugung sagen, dass die Hilfs Company über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Hä? Dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar? Wie lachhaft, ein Kinderspielzeug. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit den Vorbereitungen für die Übernahme der Sith Company beginnen, Atlas. Jawohl. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kind. Ich habe keine Ahnung, wie du hier reingekommen bist. Dass du uns umdrehen noch dreist belauscht hast, lasse ich dir nicht einfach so entgehen. Ich bin Atlas, ein Mitglied im Vorstand von Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht, auch nicht auf Kinder. Und wir bekämpfen ihn jetzt tatsächlich, okay. Atlas ist, glaube ich, das Pokémon Silber und also aus Johto. Und hat einen Smogmog. Okay, dann gehen wir mal mit Pulsier-Aura drauf. Das hat es eben gerade sehr gut gerissen. Ja, fast sogar drei Viertel des Lebens weg. Und Smogmog möchte mit. Aua. Ja, natürlich, ist klar. Was ist nur noch danach? Arbok, Golbat? Golbat wahrscheinlich. So. Naja, jedenfalls ist es jetzt down. Tschüss, kleines Smogmog. Oh, nice. Dankeschön, Evoli. Ja, Golbat. Okay, damit habe ich jetzt gerechnet. Gut, dann können wir jetzt mal tauschen auf Raichu. Komm, Evoli, komm mal zurück.
Und dann kriegst du einen Donnerblitz drauf. Aber Gold meine Schelle und setz es mal den Knirsch ein. Nicht ganz. Gut, dann kriegst du jetzt noch einen Donnerschlag hinterher. Und das reicht für dich. Tschüss. Was für eine Demütigung. Ah, vergib mir, großer Giovanni. Ich habe gegen ein Kind verloren. So, gut. Dann stehen wir jetzt auch Giovanni gegenüber. Scheinbar zumindest. Aber ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Team. Ich weiß auch, ich werde wahrscheinlich mein Team noch mal ein bisschen umstellen im Kopf. Aber ich weiß, ich glaube, ich weiß jetzt, wie mein Team final am Ende ausziehen wird. Ich bin beeindruckt. Es ist dir tatsächlich gelungen, Atlas zu bezwingen. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Wie bitte? Du willst, dass ich dieses Dracos hier freilasse? Das ist alles. Dafür stellst du dich in unser Versteck ein und bringst dich selbst in Gefahr? Scheint so, als hätten wir es mit einem ganz besonderen Unruhestifter zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitter bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. So, Giovanni möchte gegen uns kämpfen. Und er fängt mit Willy Cat an, okay? Mit Willy Cat hätte ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Ich hatte eigentlich fast gerechnet mit dem Team, was er so standardmäßig hat. Aber es ist eine Willy-Cat mit einer Hausnummer werden. Vor allem mit Level 35. Okay, das ist noch nicht ohne. So, dann baue ich mir erstmal mein Lichtschild auf. Mogelhieb, ja klar. Danke, Willy. Komm, jetzt. Schlitzer. Das wird schon schwer, das Ding. Aber gut, ich habe ein paar Alternativen. Also, abwarten. Ich habe ein Lichtschild aufgebaut. Dann baue ich jetzt noch was anderes mit auf. So, jetzt brauche ich noch einen Reflektor auf, dann kannst du schon mal weniger machen gegen mich. Und mit Blubsauger hole ich mir meine Energie zurück. So. Und nochmal. Ja, du kannst nichts machen mit deiner Schlitzattacke. Sie ist eh nicht viel Leben. Ich habe 14 Leben als jetzt. Tschüss, du Billy Cat. Erfahrungspunkte. Und das letzte Pokémon von ihm ist ein Rihorn. Okay, ich hatte damit ja so weiter so ein Nidorino und sowas einsetzt. Gut, dann holen wir jetzt das mit Blubsauger noch die restliche finale Energie. Das müsste eigentlich reichen sogar. Ja. Vierfach Schwäche, keine Chance. Wir haben fast komplett die Energie wieder zurück. Jo, damit haben wir's. Nein, nicht ganz. 9 KP noch. Ich habe jetzt 108 jetzt gelesen. Was? Wie ist das unmöglich? Wer hätte gedacht, dass ich mich von einmal von einem Kind besiegen lasse? Na schön, das Ragosso gehört dir. Mach mit dem, was du willst. Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sieh es als eine Art Entschuldigung dafür an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Du trainierst deine Pokémon auf sich mit sehr viel Liebe. Aber meine Ziele, welche Gründe könntest du nie verstehen. Ich werde mich fürs Erste zurückziehen. Aber wir sehen uns wieder. Ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Mit Hilfe des Sylph-Scopes könntest du vielleicht herausfinden, was mit den Gespenstern dort auf sich hat. Jo. Dann haben wir das sogar schon. Das Thema Team Rocket. Zumindest vorerst, liebe Leute. Vorerst. Wir kriegen noch ein bisschen. Wir werden sie noch mal wiedersehen. Das könnt ihr euch. Das können wir, kann ich jetzt schon versprechen. Wenigstens einmal. So. Dann sind wir durch. Mit dem
mit der Folge heute. Wir haben das geheime Labor ausgehoben. Also nicht Labor, sondern das geheime Versteck wird ausgehoben. Und jetzt fehlt jetzt eigentlich nur noch eins, was wir hier machen müssen in Prismania City. Und genau das meinte ich. Diesen Typen hier meinte ich die ganze Zeit. Den habe ich gesucht. Den müssen wir jetzt brauchen. Jetzt. Hey du, du interessierst dich doch bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Du willst doch bestimmt jedes kleinste Detail darüber erfahren. Ja? Ja, na gut, wenn du doch... Moment. Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, mein Megafon hier runterzudrücken. Darf ich vorstellen? Ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlich Weiten des Himmels segeln kann. Ja, eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinenfalls zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen. So sieht's aus. Es gibt daher ein kleines Problemchen. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuprobieren. Aber du, merk halt sofort, dass du ein mutiger Junge bist. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik Himmelsritt beizubringen. Immer langsam mit dem jungen Polita. Es scheint, dass deine kleine Freund selbst darauf heißt, darauf zu lernen, wie man mit meiner Empfindung umgeht. Kann das sein? Das gefällt mir. Dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los. Du musst das hier und anschließend da und mit hier drüben genau die Steuerung. Mit dem Balance geht's aufwärts und du musst hier und dann da. Oh, verstehst du? Evoli hat die geheime Technik Himmelsritt erlernt. Und ja, damit kannst du Orte erkunden, die du schon mal besucht hast. Öffne dazu einfach das Spielmenü und werde mit Evoli spielen und dort die geheime Technik einzusetzen. Hier, ich schenke euch meine Erfindung. Tritt damit ein paar ordentliche Rüchten durch die Lüfte für mich, ja? Jo, und damit können wir heute nach Lavandia zurück, liebe Leute. So, wir wollen zurück zu mit dem Impfritt nach Lavandia. Das ist unser Plan heute. Also, das heißt, unser Plan wird in der nächsten Folge wird darum gehen, dass wir uns heute mal ein bisschen genauer an dem Turm umgucken, was wir so eigentlich schon ein bisschen angeschnitten haben. Und das ist ja, wie gesagt, das nächste, was wir jetzt heute, was wir nicht heute, also was ich heute mache, was ihr morgen seht. So ist es eigentlich richtig. So. Okay, dann haben wir das erledigt. Bitte wäre uns bald wieder. Ja, genau. Und das tun wir dann auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann schauen wir uns mal in dem Turm um. Bis dahin. Tschüss.